Framing beginnt ja immer erst, wenn ein Thema schon da ist. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass Dinge überhaupt nicht vorkommen in dieser Medienmatrix oder in diesem medialisierten Zentrum, in dem, was Journalisten über das erzählen, was im Zentrum passiert. Viele Dinge werden einfach ausgeblendet. Soziale Ungleichheit wird zum Beispiel ausgeblendet. In den letzten Jahren sind Themen aus den Leitmedien verschwunden, die das Leben von Menschen behandeln, die mit ihren Händen Geld verdienen müssen. Was ich, der Tankwart, der Dachdecker, die Bäckerverkäuferin, die kommen einfach nicht mehr vor mit ihren Problemen und mit ihren Geschichten in den Leitmedien. Da brauche ich also gar kein Framing. Wenn ich die Themen nicht erzähle, dann kommen sie einfach nicht vor. Framing passiert, wenn Dinge nicht aus den Leitmedien ferngehalten werden können, weil jeder gesehen hat, dass was passiert ist. Bei Silvester hat jeder gesehen, dass die Polizei Probleme hatte, und dann fangen Politiker an, über Böllerverbot nachzudenken, fangen an, das Umweltthema groß zu machen, über Feinstaubbelastung zu reden, um nicht darüber reden zu müssen, wer zum Beispiel in Berlin an diesen Krawallen beteiligt gewesen ist.